So, da sind wir wieder. Mach noch circa ein Stündchen. Ich bin gerade nebenbei noch am Essen. Wir gehen jetzt mal Richtung World of Draenor. Da kann man nämlich auch noch einiges an EP holen. Und dann quasi weitermachen. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ich glaube, ich muss nach unten, glaube ich. Außenweltler, sucht nach Gul'dan, wenn ihr die eiserne Horde wirklich stoppen wollt. Gul'dan! Gul'dan nähert das Portal! Seht, das Portal wird schwächer. Weiter so, alle zusammen. Keine Sorge, wir sind ja da. Ich muss sagen, da fehlt doch noch der Typ von dem Kriegs im Kleinen, der normalerweise die Patrouille läuft. Ah ne, wir müssen erst die Quest abgeben, total doof. Wissen ist gut, was auch immer getan werden muss. Ihr seid die letzte Hoffnung unserer Welt. Befreit mich und das Portal fällt. Die Fesseln versagen. Gleich bin ich frei. Brumash wird für seine Arroganz bezahlen. Die Zeit
wartet und geht in euch. Seid auf der Hut. Die Vorhut fällt. Ihr großes Opfer wird nicht vergeblich sein. Hier hinein. Wir werden einen Weg. Wir können hier nicht lange bleiben. Die gesamte eiserne Horde holt uns bald ein. Unser Champion wird zurückbleiben und die feindlichen Truppen stören. Der Rest von uns wird im Dschungel. Das ist das pure Chaos. Viel Glück. Helft uns! Regelrecht geschrumpft. Lange hätten wir nicht mehr durchgehalten. Wissen ist Macht. Für Atze. Thrall Hall. Ihr und ich gegen einen ganzen Clan? Ein Kampf nach meinem Geschmack. Der Clan des blutenden Auges benutzt primitive Blutmagie, um seine Krieger zu monströsen Berserkern zu machen. Mit etwas Glück können wir verschwinden, bevor sie ihr Ritual abschließen. Sieht so aus, als wären Kaka und die anderen unterwegs. Wir sind hier fast fertig. Also das kann auffällt, ne? Töten, Eindringlinge!
Seht! Seht mal an, was sich durch meinen Dschungel geschleppt hat. Frischfleisch. Ich weiß, was ich zu tun habe. Blut und Donner! Ja, er verwandelt sich jetzt in so ein Vieh. Und zermatscht die alle. Wenn man das Ganze nämlich mitnimmt, wenn man, ich sag mal so, gerade frisch Level 10 oder sowas ist und man hier rüber kann oder 15, kann man hier einiges an EP, einiges an Level mitnehmen. Ich glaube, so 2 bis 3 Level sind das circa. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir nehmen das mal mit, weil man hier auch relativ gut EP bekommt. Und vor allem relativ viel. Jetzt kümmern wir uns um die Brücke. Gut, bleiben wir in Bewegung. Seid vorsichtig. Ach, das ist easy. Brauchen wir uns keine Gedanken drum machen. Hältst du da irgendwas fest oder? Ich spüre die Flammen versiegen. Was passiert, sag ich? Ich suche. Vielleicht ein Retter. Wir sind frei. Folgt mir, Schamane. Wir fliehen über die Hügel. Ja, aber das Ding, glaube ich, mal ein Rare oder sowas, ne? Okay, der droppt nichts. Ich hab den nämlich nie mitgenommen, deswegen habe ich gedacht, ich probier's einfach mal, gucken, ob was droppt, aber nö. Tut er natürlich nicht. Folgt mir und bleibt in meiner Nähe. Eine Kampfarena. Es ist sicher eine Falle. Aber wenigstens sterben wir ehrenhaft. Dieser Sklaventreiber weiß nicht, was Ehre bedeutet. Ihr habt meine Arena betreten, Fremde. Ihr verlasst sie nur als Sieger oder als Leichen. Und jetzt tötet eure Hunde oder sterbt beim Versuch. Ja, die kommen jetzt immer ein dazu hier und kann ich auch jetzt ein bisschen rumlaufen, die ein bisschen mitholen. Wie viel passiert, tut das oder so nicht. Hast das mal so zwischendurch dich einer ancharged, das war's dann auch.
Na komm schon, bei 99 müsste ja aufhören. Sag ich doch. Sehr schön. Ich könnte euch Ratten stundenlang zusehen. Tut mir leid, aber dafür haben wir keine Zeit. Richtig. Alle Mann, mir nach. Ich habe nur 99 gezählt, Zauberer. Dann schulden wir euch wohl einen. Ach, hinterher, lasst sie nicht entwischen. Schnell in die Höhle, bevor sie auftauen. Weiß, wir haben hier so viele Leute stehen, aber der Champion wird vorgeschickt quasi, ne? Die anderen beiden gehen mit oder verschwinden. Statt man einfach hätte gemacht, das so gemacht, dass sie dich begleiten, die beiden. Nein, du musst quasi alleine durch die Höhle laufen. Wäre doch viel interessanter gewesen. War das jetzt hier unten lang oder war das jetzt oben? Wer ist da? Oh, gut, dass ich nicht die Einzige bin, die diese Monster bekämpft. Ich werde die anderen nicht zurücklassen. Wir müssen uns beeilen. Diese Schattenmond-Orks stehen unter dem Befehl eines Ner'zhul. Ner'zhul wird uns sicher nachstellen, jetzt da seine Befehlshaber tot sind. Ich sehe eure Freunde in der Kammer über uns. Ich schaffe es sicher dorthin. Ja, komm schon. Also die hält von den beiden eigentlich gerade momentan am meisten aus. Ja. Komm
Dann nehme ich euch mal mit. Mal gucken, was passiert, wenn ich hier rüberlaufe, ob die die angreifen. Nö, die ignorieren das komplett. Ich bringe diese Draenei zurück zu Khadgar. Hindert diesen Ork daran, das Portal zu öffnen. Wir kehren mit Hilfe zurück. Ich bin außer Reichweite. Von jenseits des Portals. Wir tun das am Vorrang des Opfers. Dich, Ner'zhul? Ja, kommt näher. Ich begrabe euch bei lebendigem Leib. Für die eiserne Karte. Bringt uns hier raus! Ja, jetzt kein Magier dabei gehabt, der ist knapp geworden. Es gibt kein Zurück. Weiter geht's. Aber gucken, welche erreichen wir sogar noch Level 42 heute. Das wäre natürlich sehr gut. Dann haben wir jetzt, glaube ich, 3 Level geschafft in kürzester Zeit. Wie, keine NPCs hier? Doch, da oben. Oh, mit hier im Minium. Laufen wir da rein und gucken, ob da auch welche drin sind. Ich bin da nie reingegangen. Oh, hier sind ja auch noch welche. Oder willst du was zusammenbekommen an Waffen? Ich weiß nicht so viel, aber besser als nichts. Da haben wir schon mal. Jetzt haben wir 17. Wir können den Rest auch gleich mal eben draußen einsammeln. Nur so ein bisschen EP das Ganze, ne? War nicht viel, aber besser als nichts. Kommen wir morden mal eben auf. Holen wir mal hier ein bisschen was zusammen.
Reicht immer noch nicht. Ich weiß, ich könnte die auch sammeln, aber ich bin gerade zu faul, die zu sammeln, weil wir wollen ja ein bisschen EP noch mitnehmen. Deswegen nehmen wir die hier gerade noch nebenbei. Wohin mit dir? Den habe ich gar nicht angesehen hier. Fertig. Was mir noch ein bisschen fehlt, ist bei dem Todesritter noch so eine Art Todesstoß. Ich meine jetzt nicht hier sowas zum Heilen, sondern quasi was du hast bei einem Jäger oder bei einem, Vorkrieger mit dem Hinrichten, dass du wirklich, wenn die relativ wenig Leben haben, dass du den nochmal richtig schön reindrücken kannst. Ich wäre nämlich auch gar nicht so schlecht. Können eine Handvoll Sklaven schon gegen die Schwarzfels-Kriegsmaschine ausrichten? Schwarzfels-Orks, zerschmettert sie! Ihr drei, folgt dem Champion auf das Schlachtfeld und wartet auf mein Signal. Ich habe einen Plan. Ich auch, mal gucken, ob der funktioniert. Okay, geht nicht. Ich wollte eigentlich ein bisschen was zusammenziehen und die dann wegballern. Kann ich ihn hier rüberziehen? Ja, sehr schön. Mach doch nicht so einen Stress an einem Sonntag. Und 42, nice. Aber da tauschen wir irgendwie kurz die Sachen. Weil da kann ich nämlich jetzt das hier machen. Mich schneller bewegen. Das nehme ich immer ganz gerne bei meinem anderen Todesritter. Wenn ich quasi durch ICC laufe. Dann geht das ein bisschen schneller. Ah, wir haben es da gleich geschafft, du findest das nicht mehr. Ich bin ganz ruhig, kann ich helfen. Nun, denen haben wir es gezeigt. Thank you.
Ja, und es ist dabei natürlich nicht, das war so klar. Ist er noch Elite, der Typ, oder? Nö, ist er nicht mehr. Das Pulverfass holen wir gleich. Endlich frei! Ich schwöre beim Geist meines Vaters, dass sie dafür leiden werden! Oh, schade, die sind ja schon tot. Wäre mal schneller als wir. Was können wir hier so schöne Spuren machen? Keine Ahnung, was das ist, aber es war ja auch nicht geplant, irgendwas zu machen. Nur so schön im Zickzack laufen. Ich glaube, aufmauten können wir nicht. Habt ihr meinen Schraubenschlüssel gesehen? Rede mit mir. Wo brennt's? Na, das wollte ich doch machen. Da sind gleich durch, dann haben wir die Vorquest schon fertig von dem Ganzen. Erst müssen wir mit dem kleinen Gnomen nochmal reden, mit dem Zwerg nochmal reden. Und dann sind wir gleich durch. Und dann könnten wir sogar, ja, vielleicht sogar noch 43 erreichen heute, bevor wir dann gleich auf volle Tür wechseln. Bitte. Klappen eventuell, wenn das Internet mal wieder nicht seine 5 Minuten hat. Er hat sich erst die Quest geben können. Also man muss es übrigens nicht auf die Kanone oder so switchen, da passiert im Übrigen nichts.
kann ganz normal auf die Typen schießen. Da ist es vollkommen egal, ob wir auch noch auf die anderen schießen oder nicht. Weil es passiert halt nichts. Boah, das dauert halt sehr lange, bis man die 200 voll hat. Da kommt ein Panzer! Achtung! Das meine ich. Also es passiert rein gar nichts. Selbst wenn er von uns schießt, ist es vollkommen egal. Weil wir haben keinen Lebensbalken. Deswegen einfach reinhalten in die Gruppe und dann wegschießen. Auch wenn die gleich mit Sprengstoff kommen, da passiert normalerweise auch nichts. Sie wollen Sprengstoff benutzen. Zerstört die Wagen, bevor sie zu nahe kommen. Einfach Posten aufbauen und dann bleiben die stehen. Also da passiert nichts. Selbst die Dinge schießen ja auf uns die ganze Zeit. Und ihr seht, wir haben ja keinen Lebensbalken, deswegen easy going. Ja, der Paladin ist an der Bubble, der kann ja nicht viel machen. Ihr seht, guck mal, der bleibt hier stehen. Da steht er. Und es passiert gar nichts. Und wir schießen auch die ganze Zeit nur auf einer, also fast auf einer Stelle. Ich kann ja nicht aufmorden. Los jetzt! Schnell zum Block! Lauf! Lauf! Kommt nur, Hellschrei! Sei nicht dumm, Gunnar! Lauf! Unser Kampf wird noch kommen! Ja, aber nicht mit dem Char. Weiter! Ich kann schon die Schiene sehen! Die Schiffe sind ja auch nicht zu übersehen, ne? Wohin jetzt? Geradeaus. Lauf zu den Schiffen am Ende der Straße. Hier entlang. Lauf, gib nicht auf. Paladin kann darauf mounten. Kein Druide dabei, wenn man ihn mal braucht. Eine sichere Festung, wenn wir die eiserne Horde aufhalten wollen. Und die Hilfe der Einheimischen. Zur Heimat der Frostwölfe. Oh, ein Rare Mob. Das ist zu weit. Nee, nicht dein Ernst jetzt, ne? Der ist jetzt despawned? Was ist denn der Scheiß? Das ist ja schon Cheating. Ach, da ist er da wieder. Ach, da legt mich doch am Baum, ey. Haltet ein, Brüder. Erkennt ihr euren eigenen Plan nicht? Nicht? Wir sind zu Hause. Die vertraute kalte Luft ist angenehm. Die Speerspießer-Oger haben mich in dieses Höllenloch geworfen. Ich
hacke meine Axt an ihren Schädeln schartig, bis ich meine Rache habe. Ich muss zuerst etwas anderes hier. Hey, du bist jetzt mit in meinem Screenshot. Rektar, alter Freund, du lebst. Ja, zu weit geritten, Kind, wa? Den Fehler habe ich auch schon gemacht. Das ist nicht. Das kenne ich nämlich schon. Müssen wir mal warten, bis die wiederkommen und dann können wir gleich weitermachen. Leute, wird das oder was? Oder? Dieses Land ist nicht mit Azeroth vergleichbar. Ich kann nur für kurze Zeit ein Portal nach Ordnung machen. Einem Goblin vertrauen, euer Bauherr zu sein? Gaslow hat die Errichtung Orgrimmars beauftragt. Oh, Gaslow regelt. Ist gut. Da quasi nach dem Addon von Mist of Pandaria. Das Ganze, was wir jetzt machen. Wo man ja noch Schlacht um Orgrimmar hatte, wo ja auch das, die Vermutung immer mal war, dass man ja auch vielleicht in Battle for Azeroth dann quasi Sturmwind angreifen würde und solche Sachen. Aber leider nie reingekommen ist. Und ich glaube auch nicht, dass es das noch geben wird. So, die haben wir markiert. Jetzt wollen wir noch 6 Stück von den Typen. Ne, 8 Stück sehe ich gerade hier. Ich habe hier gerade keinen mehr in der Nähe, deswegen kann ich hier nicht zusammenpullen. Ach cool, da kommt da noch einer, sehr schön. So, haben wir denn hier ein paar rumlaufen? Die wir mal zusammenziehen können. Schlecht gerade aus, ne? Das ist, weil hier schon wieder so viele rumlaufen. Nicht so gut, aber die Bäume sind gerade im Weg hier. Wie brauche ich denn jetzt noch 3 Stück? Haben wir denn noch irgendwo einen mit rumlaufen hier? Ein bisschen rauskommen hier. Ja, du bist keiner von denen. Da hinten ist noch einer. Thank you.
Na, wo ist er denn hier? Müssen wir nämlich noch einen der Bosse quasi erledigen. Warum habe ich hier eine Quest angezeigt, obwohl ich die noch gar nicht annehmen kann? Könnte man auch solo machen, quasi als Tank, aber nein, die nerven gleich alle. Meinen, sie könnten Damage machen. Easy zerlegt. Und wir könnten sogar und bam! Stufe 43 erreicht. Sehr schön. Das passt auch gerade recht gut vom Zeitpunkt her, denn wir werden gleich ja wechseln. Deswegen würde ich gleich hier die Möglichkeit nutzen, dann einmal das Spiel zu wechseln. Und das war früher immer der Garnison-Simulator. Jetzt muss ich nur mal gucken, wenn ich den jetzt so hinstelle. War da noch ein schönes Thumbnail. Ja. So, Screenshot gespeichert. Gehen wir noch im 3, stellen uns eben an den, wir haben einen neuen passiven Effekt erlernt. Oh. Erstschuss kann bis zu 3 Ziele zusätzlich treffen, wenn wir in Tod und Verfall stehen. Das ist auch nicht schlecht, muss ich sagen. So, nehmen wir noch hier die Sache mit an. Was soll denn hier? Werkstatt? Achso, ja, ja, die Werkstatt ist erstmal uninteressant. Also das, was ich hier immer sehr gerne gemacht habe, sind quasi diese Bonus-Sachen, die man auf der Karte hat. Die sehen wir schon. 2. Nee, alles sogar jetzt schon. Okay. Läuft. Ist ein Vorteil für uns. Das mache ich halt immer sehr gerne, wenn ich hier rüber gehe, questen. Klappe ich erst diese Bonus-Sachen ab, weil die halt sehr viel EP geben. Und wenn mir dann immer noch EP fehlt, dann mache ich die normalen Missionen mit. Ansonsten mache ich da keinen. Also nicht diese ganze Questreihe eigentlich. So, wo haben wir denn hier den Typen so anquatschen? Ja. Oh, noch gar nicht gearbeitet. Jetzt fehlt uns aber noch einer, und zwar der Chef-Peon. Aber ich habe noch nicht mit dem gesprochen. Wo steht er denn? Müsste auch hier irgendwo rumstehen normalerweise. Da oben ist er doch. Und die Garnison ist früher mal regelmäßig angegriffen worden und man kann die sogar auf 3 Stufen ausbauen. Wenn man das möchte, man muss es nicht unbedingt machen. War eigentlich mal ein ganz nettes Gimmick, war halt eher so, ja, ein Simulator, könnte man sagen. Man konnte Kräuter und sowas anbauen. Mine und sowas hatte man nachher freigeschaltet. Was habe ich denn jetzt hier vergessen? Ja stimmt, wir brauchen jetzt die Vorräte, sonst geht das ja gar nicht. Ja genau. Und sonstige Sachen konnte man damals machen. Wir haben auch irgendwo noch jemanden, der kann uns ein paar Sachen verkaufen. Da will man noch so ein bisschen mehr EP bekommen, aber ich weiß nicht, wo der gerade steht. Da ist er doch. Da gibt es nämlich noch für die Ressourcen, gab es, also ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Nee, haben sie das rausgenommen? Ich glaube, die haben das rausgenommen. Also es gab damals so einen Trank, also quasi so ein Elixier, wo man dann nochmal EP bekommen hat, 50% erhöht. Und dadurch konnte man relativ fix durch das Gebiet hier questen. Aber wir haben jetzt 43 erreicht, also wir müssen noch 7 Level machen, bevor es nach Shadowlands geht. Ich denke, das werden wir hinkriegen. So. Ich mache jetzt hier aus, wir wechseln gleich auf Fallout 4. Ich mache mir mal einen fixen Kaffee und sehen uns dann in Fallout 4 wieder.